Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagnachmittag, irgendwas so 2 rum und ich wusele so ein bisschen hier und da, jetzt gerade in der Küche. Ich habe alles eingesprüht, ne, so den Herd, die Abzugshaube, Arbeitsfläche und auch die Rückwand. Habe das kurze Zeit einwirken lassen, da war ich in der Zwischenzeit draußen im Garten und jetzt schrubbe ich das Ganze einmal ab. Danach nur abwischen und nachtrocknen und dann ist das auch schon erledigt. So ganz große globale Sachen wollte ich heute nicht machen. Da habe ich jetzt auf der Rückwand ein paar Stellen entdeckt, die ja, sich irgendwie gelöst haben. Ist ja auch nur eine Holzplatte mit irgendwie was drauf und wenn da jetzt immer wieder was spritzt, ne, Wasser und auch Dampf und Öl und sonst was, dann kann es passieren, dass es nach fast 5 Jahren auch sich ein bisschen löst und abblättert. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren ersetze ich diese Rückwand durch eine andere. Ja, und jetzt putze ich einfach mal weiter. Ich habe mein Massima-Tuch geholt und schrubbe einmal auf die Schnelle die Fronten der Küche auf dieser Seite jetzt. Einfach mal, damit da die ja, Fliegenflecken und auch die Fingerabdrücke weg sind. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon die obere Schränke gemacht habe, mache ich auch gleich die unteren mit. Das geht ohne Reinigungsmittel einfach mit diesem Massima-Tuch super gut, wenn man das häufiger macht. Ne? Wenn man jetzt das nur einmal im Monat macht, dann bräuchte man vielleicht doch irgendwie Putzmittel oder so. Jetzt habe ich ein bisschen Obst geholt, was nicht mehr so frisch war und in den Topf geschmissen, Wasser rein und ich koche jetzt einfach mal wieder mein Getränk. Ist besser als jedes Eistee oder sonst irgendwas. Und dann mache ich dieses Regal da über der Spüle auch einmal sauber. Ich habe es mal so versucht mit Massima-Tuch, dann habe ich festgestellt, nee, läuft nicht so ganz. Und habe Reinigungsmittel genommen und ja, eingesprüht und sauber gemacht. Und jetzt packe ich wieder alles zurück. Zwischendurch war Dirk hinter der Kamera reingekommen, hat mir was gesagt. Ja, und jetzt räume ich alles wieder zurück und wenn ich schon da die ganzen Sachen in der Hand habe, bevor ich das wieder vergesse, nehme ich einfach mal meine Vitamine. Das sind nur die ganz normalen Vitamine von Amway. Jetzt mache ich einfach noch den Tisch einmal sauber und dann ist es für heute auch gewesen an Küche putzen und so weiter. Zu mir habe ich heute ehrlich gesagt einfach keine Lust. Dirk hat sich Eis geholt und setzt sich dann auch einfach aufs Sofa vorm Fernseher. Draußen ist es heute nicht so besonders, deswegen macht keiner von uns großartig irgendwas. Thank you.
Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Sonntagnachmittag, schon 10 nach 3. Und ich wusel hier so ein bisschen rum im Haus, in der Küche draußen. Ist Weltuntergang gerade gewesen. Dirk war noch vor kurzem draußen. Auf einmal richtig Donnerwetter, ne? Also richtig so Krache und Blitz und alles auf einmal. Und dann platterte es. Da ist er wieder reingekommen. Und ich bin heute auch gar nicht so großartig rausgegangen. Ich war nur einmal draußen. Guck mal. Die ist jetzt reif. Die riecht auch richtig, richtig, richtig lecker nach Melone. Die ich letzte Woche aus dem Gewächshaus geholt habe. Die war zwar schon lecker, aber noch nicht ganz reif. Und diese muss eigentlich richtig gut sein, weil die auch schon gelb ist. Ne? Also, ja, werden wir gleich auch anschneiden. Aber bevor das der Fall ist, dachte ich mir, mache ich jetzt was Schnelles zum Tee trinken für meine Bande. Ich habe nämlich von dem Kuchen, den ich am Freitag gebacken habe, nicht mehr wirklich viel. Der ist so mega lecker geworden, Leute. Ich kann nur empfehlen, nachzumachen. Also der Teig, der wird nicht knusprig bleiben, das wird weich, ne? Das ist der Quarkölteig. Und wenn da noch so eine suppschige Füllung drauf ist, dann wird er natürlich weich, aber nicht durchgesuppt. Also es ist jetzt nicht irgendwie matschig geworden oder so, aber so lecker. Die Füllung war einfach perfekt. Ich kann es euch ja zeigen. Also das ist das, was übrig geblieben ist. Guckt mal. Ich habe zwar gestern einen Post noch reingestellt mit Bild, aber es ist wirklich sehr gut geworden. Dirk hat gestern gleich 3 Stück verputzt. Genau, und deswegen muss ich jetzt was machen zum Tee. Vor allem, weil aber Raphael und so, der mag ja nichts mit Frucht. Und wenn was übrig bleibt von dem, was ich jetzt mache, kann er morgen für die Fahrt mitnehmen. Denn morgen fährt mein klitzekleiner Junge auf Klassenfahrt. Abschlussfahrt. Leute, es ist nicht nur Klassenfahrt. Es ist Abschlussfahrt. Der Kerl ist in der Abschlussklasse. Ja, das heißt, zum Ende des Schuljahres dürfen wir mit ihm erstmal einen Anzug suchen gehen, irgendwo kaufen und so weiter und so fort für den Realabschlussball. Genau. Der letzte. Ja. So. Jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Wir legen los. Was habe ich denn jetzt eigentlich vor? Ich möchte Sirnike machen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber ist schon so lange her, wo ich die letzten gemacht habe. Ich habe jetzt hier eine Packung diesen russischen Quark oder Tvorak. Ne, steht Körniger Frischkäse drauf. Das ist von Dorfgarn Family, die Firma. Gibt's bei Kaufland, bei Lidl, russischer Laden sowieso. Also den gibt es in ganz vielen Geschäften zu kaufen. Oder man nimmt halt sowas, ne? Körniger Frischkäse. Dieser ist nun schon ziemlich abgelaufen, deswegen nehme ich den jetzt nicht. Genau. Und wir basteln jetzt einfach mal los. Ich mache jetzt wieder alles Freischnauze, das heißt keine genauen Grammangaben. Aber so ungefähr. Ach so, hier habe ich wieder so ein Getränk angesetzt. Das schmeckt so gut, meine Familie liebt es. Und Raffi kann das dann morgen auch zum Trinken in den Bus mitnehmen. Die fahren nämlich nach Leipzig. Und da sind die sehr lange unterwegs. Ich glaube 5-6 Stunden oder so, wenn sie gut durchkommen. Vielleicht sogar länger. Genau. Und dafür muss ich ihm ein bisschen was auch machen, zu trinken, zu essen, damit er was mit hat. So, für die Sirnike habe ich jetzt diesen Tvorak hier. Ne? Den zerkrümel ich ein bisschen. Wer es nicht so körnig mag, nimmt einfach Pürierstab und geht damit durch. Ne? Aber ich mag es gerne, wenn da diese Körnchen dabei sind. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Dann nehmen wir Eier. Ich nehme mal 2 Stück.
Ich will ja nicht so einen Riesenberg machen. Oder vielleicht doch drei. Ich nehme drei. Dann ist die Packung leer. Ich will ja noch ein bisschen was von diesem Quarktraum mit reinnehmen. Ja, ich habe jetzt hier so einen, der leichte Quarktraum, besonders cremig, reich an Protein und so weiter und so fort von Milbona. Davon nehme ich auch ein bisschen was rein, anstatt Schmand. Normalerweise nimmt man halt Schmand mit rein, aber der hier ist richtig schön cremig, passt auch dazu sehr gut. Nehme ich jetzt ein paar, naja, sehr großzügige Esslöffel, ne? So zwei. Der schmeckt auch so wirklich sehr lecker, der cremige. Kann man auch so tatsächlich einfach mal löffeln. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Zucker. Das ist auch jedem selbst überlassen. Wenn ihr die etwas süßer mögt, dann nehmt ihr ein bisschen mehr. Wenn nicht, wenn ihr das zum Beispiel mit Marmelade oder Sguschonka oder sowas essen wollt, nehmt ihr weniger. Und man kann die auch natürlich herzhaft machen. Dann nimmt man gar keinen Zucker rein, sondern nur Salz. Ich nehme jetzt natürlich Zucker. Es soll ja zum Kaffee sein oder zum Tee. Also ich nehme jetzt so drei Esslöffel Zucker rein. Und eine Prise Salz. Ich habe den Vanillezucker mit rausgeholt. Ein Päckchen Vanillezucker brauchen wir auch noch hier drinnen. Und wir verrühren die ganze Geschichte. Also wer mag, kann natürlich dafür den Pürierstab nehmen. Ne? Dann habt ihr diese Körnchen nicht. Jetzt gebe ich noch ein paar Esslöffel Milch mit rein, so 3-4 Esslöffel Milch. Ja, passt perfekt. Ich habe jetzt 4 Esslöffel Milch drin. Moment, ich muss hier mein Getränk ein bisschen runterstellen. Verrühre das Ganze noch einmal. Und jetzt die trockenen Zutaten. Backpulver oder sowas brauchen wir hier drin gar nicht. Grieß. Das muss unbedingt sein. Manche machen tatsächlich nur mit Grieß. Ich mische mit Mehl. Ich nehme jetzt ein paar Esslöffel Grieß. 1, 2, 3, 4, 5 Esslöffel Grieß. Rühre den ein. Und der Rest wird Mehl sein. Wie viel genau, das ist ja wirklich, hängt ganz davon ab, von der Menge. Ne? Wenn ihr jetzt ein bisschen weniger Quark und so weiter, ich mache jetzt ein bisschen größere Menge, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich ordentlich Mehl auch brauche. Ein Löffel, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oh. Die Dose ist jetzt leer. Das heißt, ich muss morgen wieder Mehl nachkaufen. So, jetzt sind das 6 Esslöffel Mehl. Da rühre ich jetzt mal ein. Aber ich glaube, es wird ein bisschen mehr sein. So, das waren jetzt 6. Ja gut, die sind sehr gut gehäuft. Ne? 7, 8, 9. Aber das müsste jetzt tatsächlich auch reichen. 10 Esslöffel Mehl. Ja, das wird reichen. So, jetzt habe ich das Ganze eingerührt. Und lasse ungefähr eine Viertelstunde stehen, damit der Grieß ein bisschen besser quellen kann. Und dann mache ich für die Familie zum Tee die Dinger. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das ungefähr 20 Minuten stehen lassen und es geht los. Ich habe hier
einen ganz kleinen Klecks Öl und ein winzig kleines Stückchen Butter drin. Butter ist für besseren Schmackes, ne? Das sage ich immer. Man kann es natürlich auch nur mit Öl oder ja, nur mit Butter. Butter brennt halt schnell, ne? So, und jetzt, erstmal muss ich ein bisschen was wegräumen. Geht es schon los. Und zwar habe ich einen kleinen Trick, wie man die Dinger, natürlich kann man sie einfach in den Händen machen und dann anbraten, aber wenn man die alle so gleichmäßiger haben möchte, dann macht man das so. Die Hand bemehlen, dann machen wir eine kleine Kugel. Dann machen wir so, einmal platter drücken, nehmen ein Glas, das auch ein bisschen in Mehl getunkt ist, und so, guckt mal, dann haben wir richtig schöne, runde Sirniki. Und solange das hier alles noch nicht heiß ist, platziere ich die da hinten. Ja, so funktioniert das. Ja, okay, man hätte den Teig auch ein bisschen vielleicht etwas noch dickflüssiger machen können. Muss man aber nicht unbedingt. So, rein. Und fertig. Schöne, runde Sirniki. Vielleicht mache ich doch ein kleines bisschen mehr Mehl noch mit rein. Ja, und jetzt platzieren wir die einfach in der Pfanne und braten die an. Ich habe jetzt die Sirniki alle in der Pfanne und dann müssen sie natürlich umgedreht werden, wenn die schon ein bisschen angebraten sind. Noch ist das nicht der Fall. Und wenn man die einmal umgedreht hat, die Hitze ein bisschen runterdrehen und Deckel drauf machen, damit sie auch durchgebacken sind. Und ich habe hier noch ein bisschen Teig. Ich bastle jetzt einfach die nächste Ladung fertig. Legt ihr da jetzt hinten bin und ja, so viel habe ich heute gar nicht davon gemacht. So schauen die aus. Jetzt drehe ich einfach die Hitze runter auf 5 ungefähr und mache den Deckel drauf für ein paar Minuten, damit sie einmal durchgebacken werden. Und dann sind die auch schon fertig. So, tada! Fertig sind meine Sirniki. Das ging ratzfatz. Und der Tee ist auch schon fertig. Deswegen rufe ich jetzt die Familie zum Tee trinken. Und danach gucke ich, was der Tag so uns noch alles bringt. So dolle globale Sachen wollte ich heute nicht machen. Überlege noch, was wir heute zum Abendessen machen wollen, ob ich überhaupt irgendwas mache oder ob wir Reste aufessen von gestern und so. Mal gucken, was die Familie sagt. Thank you.
So, ihr Lieben, wir haben uns kurz entschlossen jetzt auf einen Spaziergang gemacht. Dirk und ich, die Kinder wollten nicht mit, aber wir beide machen so einen kleinen Verdauungsspaziergang oder mal Beine vertreten oder wie auch immer man das nennen mag. Solange es nicht regnet gerade, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber wenigstens ein paar Minütchen, ein paar Meter mal laufen. Und wir nehmen euch einfach ein bisschen mit. Und ja, so wie jetzt gerade aktuell so bei uns hier in der Umgebung aussieht, zeige ich euch ein bisschen. Hier bellt irgendwas. Oh, kann man gar nicht sehen. Da bist du ja. Ja, wir haben hier so ein Hundekita-Hotel. Genau, das ist jetzt unser Dorf. Briefkasten. Wird einmal täglich tatsächlich sogar geleert. So, hier haben wir ein paar Pferdchen von den Nachbarn. Die sind total süß. Also jetzt ist auch der andere mit dabei. Jo, das sind jetzt Pferdewiesen. Da hinten kann man ein bisschen sehen, ist das Hauptdorf, sag ich mal, ne, der Gemeinde. Jo, nicht weit weg. Wie lange latscht man? Ein Kilometer, ne? Und hier ist ein Gasthaus, Gasthof, Landleben. Und hier haben wir vor 23 Jahren damals unsere Hochzeit gefeiert. Ja, das ist da jetzt ein Riesenhof, Pension, Ferienwohnungen und so weiter. Und hier haben wir ein Nabu. Was ist das jetzt? Eulenturm. Ne? Vogelturm. Guckt mal, da sind ganz viele Vogelhäuschen und auch für Fledermäuse irgendwie so Schlupflöcher. Und für Igel ist auch gedacht. Da unten irgendwas, ja. Das ist jetzt hier unser Dorf. Unser Dorf. Mehr Dorf geht nicht. Hier ist ein kleines Bächlein mal gewesen, ist der immer noch. Ja, sieht man nicht mehr so gut. Als Raphael noch ganz klein war, wenn wir die Kinder vom Bus abgeholt haben, ne, da ist ja Bushaltestelle, der hat immer unterwegs zur Bushaltestelle alle Steine auf dem Weg eingesammelt und dann stand er hier und dann immer die Steine reingeschmissen. Total süß. War Pflicht. Ah, Zwetschgen! Mal, hier sind noch ein paar, aber nicht wirklich viel. Sind die gut? Kein Wurm drin ist. Kein Wurm drin ist? Joa, hier sind so ein paar Zwetschgenbäume. Da hinten sind Apfelbäume auch. Da hinten, aber da kommt man nicht hin. Oh. Willst du mich rüberschmeißen oder was? Guck mal, wie viele Brombeeren da sind. Herrlich. Ja, aber wir haben bei uns auf dem Hof auch welche. Guckt mal, da ganz viel. Kommt man aber nicht dran. Weil da ja dieses Bächlein unten ist.
So, ihr Lieben, Schweinchen Rosa ist hier. Ja, ich bin gerade aus der Badewanne raus. Ja gut, so ganz gerade ist schon ein bisschen her. Wir haben jetzt schon kurz nach 8:30. Ich musste gerade einem großen, blonden, süßen Jungen wieder helfen, obwohl ich das heute Mittag noch gesagt habe. Kind, such deinen ganzen Krempel zusammen, damit ich heute Abend nicht noch hier irgendwas suchen muss. Fällt ihm gerade ein. Oh, ich brauche noch meinen Impfpass. Genau, okay, alles gefunden, alles ist da, alles schön geordnet im kleinen Arbeitszimmer bei Papa oben da. Ja, ich hoffe, er hat jetzt alles, so dass ich nicht morgen um 7 noch hier irgendwelche Sachen zusammensuchen muss für seine Klassenfahrt. Geld hat er jetzt auch gekriegt, weil sie da nur Frühstück im Hotel haben. Und dann müssen sie den ganzen Tag irgendwo, ne, die sind ja viel unterwegs dann, ne, sich selbst versorgen. Die haben auch ein richtig strammes Programm mit irgendeinem Freizeitpark, dann Rafting, irgendein Museum, irgendein Denkmal und noch irgendwas. Also richtig, richtig schöne Klassenfahrt wird das, denke ich mal, hoffe ich, ne? Abschlussfahrt von meinem Mini-Mini. Ja, Spaziergang war schön, wir waren zwar nicht so ganz weit weggegangen oder so, aber so eine kleine Runde haben wir gemacht. Danach habe ich mich hier an der Ecke mit meiner Nachbarin festgequatscht, wie das so ist, wenn man sich nicht ganz so oft sieht. Dann haben wir, ich glaube, halbe Stunde stand ich da, Dirk ist wieder raus, der ist erstmal nach Hause und dann ist er schon rausgekommen, wollte nachgucken, wo ich denn eigentlich so lange bleibe. Ja. Ich habe heute nicht ganz so viel gemacht. Wochenende ist halt Wochenende. Ne? Ab morgen ist wieder hier ein bisschen mehr Tempo angesagt, denke ich. Ja, war schöner Sonntag. Zum Abendessen haben wir einfach nur Rest aufgegessen von der Suppe, die noch da war. Jetzt ist sie weg. War sehr, sehr lecker, ne? Die von Freitag, die ich da gekocht habe. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch. Das war so... eigentlich nichts Besonderes wieder in dem Video, keine großen Sachen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich wünsche euch allen eine super schöne neue Woche. Nach Möglichkeit natürlich stressfrei. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.